Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Scrap Challenges. Wieder mit den zwei Kontrahenten Leon und Nico. Ich grüße ja, euch. Hallo. Hallo. Ich habe was Wunderschönes vorbereitet. Ja. Und zwar spielen wir ein bisschen Slot-Maschinen. Was? Ja. Und zwar folgendes. Kommt mal mit nach hier hinten. So. Also ihr seht diese vier wunderschönen Bauteile hier. Von eurer Sicht aus links angefangen, großer Reifen, kleiner Reifen, Schubdüse und Motor. Ja. So, ich habe hier random.org vor mir offen. Oh je. Oh Gott. Und wir werden sozusagen jetzt losen, wie viel von diesen Bauteilen. Bei diesen zwei Reifen müssen es wirklich die zwei Reifen sein. Ja. Bei den Schubdüsen könnt ihr euch aussuchen, entweder hier die große oder diese 1x1 oder was weiß ich was. Und bei den Motoren könnt ihr euch prinzipiell auch aussuchen, ob ihr jetzt einen Gasmotor, einen Elektromotor oder so weiter haben möchtet. Aber das, was wir auslosen, so viel Bauteile müsst ihr verbauen, nicht weniger, nicht mehr. Ah. Aber wir kriegen quasi eine feste Menge, die wir verbauen müssen, dürfen. Müssen. Und dürfen. Müssen. Ja. Ja, wir dürfen auch mehr verbauen dann. Nein. Nee. Sagt er ja. Ja, wir mehr und dürfen. Weniger. Ja, müssen und dürfen. Ja. Ja. Okay, alles klar. Jetzt alles gut. Bei den Reifen machen wir einen Generator von 1 bis 4. Ist ja langweilig. Dann machen wir 1 bis 6. Ich hätte gesagt 1 bis 10, aber okay. Nein. Bei den Reifen jeweils 1 bis 6. Das heißt, wenn zum Beispiel ein kleiner Reifen und 5 große rauskommen, dann müsst ihr halt auch diese Anzahl verbauen. Die ja, natürlich. Eine die Frage, werden, müssen ja. diese Bauteile einsatzfähig sein? Das heißt, können wir auch die als Dummies hinbauen quasi? Nein. Das wäre mein Plan gewesen. Psst. Nein. Sie müssen zum realen Einsatz kommen. Verdammt. Also wenn jetzt zum Beispiel, sag ich mal, eine Schubdüse verwendet wird, um euch, wenn ihr auf dem Kopf steht, wieder umzudrehen, das ist was anderes. Die ist ja dann auch im Einsatz. Ich hätte es gesagt, wenn du sagst, wir brauchen 4 große, ein kleines, dass wir das kleine einfach irgendwo im Auto verbauen und nie benutzen werden. So, als ja, ey, erzähl hier nicht deine Pläne. Lass es erstmal aus. Das ist auch Nikos. Das ist nämlich auch überlegen. Nikos Plan. Nee, ja, also sie müssen zu einem realen Einsatz beitragen. Wie gesagt, ob das jetzt ist, wenn ihr normal fahrt oder auf dem Kopf oder sonst irgendwas, ist jetzt prinzipiell erstmal euch überlassen. Mhm. Es soll natürlich nicht einfach nur der Reifen irgendwo auf das Fahrzeug gepappt werden und es ist einfach nur da, weil das macht ja dann auch keinen Sinn. Ja. Wie gesagt, wenn halt 3 Motoren rauskommen, dann müsst ihr diese 3 Motoren auch verwenden. Oh Gott. Und halt keinen vierten und nicht nur 2 und nicht 1 und nicht 6, sondern 3. Ja. Okay, habe ich kapiert jetzt. So, ja. Alles andere ist offen, das heißt, ihr könnt das Auto so groß bauen, wie ihr möchtet. Ihr könnt, was noch dabei ist, natürlich keine Stoßdämpfer, das gab. Ihr könnt sonst alles andere hinzubauen, was ihr möchtet. Ihr könnt Kartoffelkanonen hinbauen, ihr könnt aus Holz bauen, ihr könnt aus Stahl bauen, ihr könnt, was weiß ich. Ist völlig egal. Gut. Okay. So, also wir fangen mal links von euch an, der große Reifen. Ich will anfangen, ich will erster. So. Ist es für jeden gleich. Nein, Nico fängt an. Oh. Yay! Yeah. Gut, also. Die Ausländer, ey. Nico, 2 große Reifen. 2 große Reifen? Ja. Selbst im Moment, ich muss das irgendwo aufschreiben. Bin ich gespannt. Ich schreib's in den Chat, Okay. So. Okay, oder schreibst du. Ist mir auch egal. So. Kleiner Reifen, 1. Ui. Schubdüsen. Bei den Schubdüsen und bei den Motoren machen wir 1 bis 10. Schubdüsen bitte 7. Und Motoren 7. Wow. Ey, das geht gar nicht. Doch, du kannst übrigens mit 3 Reifen und 7 Motoren. Ja, okay, wir schauen mal, was rauskommt. Du kannst auch. Okay. Ich bin mal. Okay. So, Leon.
1 bis 6 großer Reifen. 4 große Reifen. Ja, easy. 4 große. Egal. 3 kleine. Da würde das passen mit 7 Motoren. Ey, tausche mal. So, Schubdüsen 4. Das ist noch okay. Und Motoren 8. Ja, schade, geht, auch ja. Ein Motor zu viel. Du musst auch kreativ werden. Ja gut, du kannst, sag mal, du kannst ja den Motor verwenden, um irgendwas drehen zu lassen auf deinem Auto. Ja. Das ist ja prinzipiell, ja, ja. Gehört ja, ja prinzipiell ja, ja. Auch ja, ja. Zur Funktion. Ja. Also ich sag mal so, es muss deutlich mehr Leon verbauen. Deshalb bekommt ihr auch 45 Minuten Bauzeit heute. Statt 50. Ja. Nee, so. statt 30. Okay. Ah, okay. Falls es irgendwie sein soll, dass jemand früher fertig ist, ich sehe es ja auch, wenn ich rumgehe, dann können wir natürlich auch früher beenden. Wir gucken nochmal schnell in den Chat. Nico muss ein Fahrzeug bauen, das 2 große Reifen hat, einen kleinen, nicht mehr, das heißt, Nico hat insgesamt 3 Reifen insgesamt zur Verfügung. Muss aber gleichzeitig 7 Motoren verbauen, also das heißt, er hat auf jeden Fall 4 Motoren übrig. Was er damit macht, werden wir sehen. Und zusätzlich noch 7 Schubdüsen. Was er damit macht, wie genau kann man 7 Schubdüsen verwenden? Keine Ahnung, 4 nach unten und 3 nach vorne. Ich habe absolut keine Ahnung. Deutlich besser, würde ich jetzt sagen, geht's Leon. Er muss nämlich 4 große Reifen verbauen, 3 kleine. Das heißt, er hat insgesamt 7 Reifen. Da könnte ich mir gut vorstellen, wenn man so ein Konstrukt baut mit den 4 großen Reifen unten als ganz normale Fahrkonstruktion und die 3 für einen Überrollkäfig, könnte ich mir super gut vorstellen. 4 Schubdüsen, sollte auch kein Problem sein, und 8 Motoren. Ja, bei beiden ist, das wird lustig, ja. Bei beiden haben so ein bisschen die Motoren, ja, spielen da nicht so ganz mit. Also ich hätte es auf jeden Fall lustig gefunden, bei Leon, wenn der nur einen Motor verwenden hätte dürfen. Ja, aber random.org war gnädig zu Leon und hat ihm 8 Motoren gegeben. Schön. Ja, ich lasse die jetzt erstmal ein bisschen bauen. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, bei Nico begonnen. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay, wie kann ich das... Okay, baue das Radio einfach ab. Ich kann es mit eh nicht benutzen. Hallöchen! Ich weiß jetzt schon, das ist sehr, sehr komisch und lustig. Ach, ich habe gerade eben schon den Zuschauern gesagt, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du daraus machen wirst. Ich habe für mich persönlich, wenn ich jetzt diese Bauteile hätte, ich habe schon so einen groben Plan gerade den Zuschauern gesagt. Ich bin gespannt, wie du es nachher umsetzen wirst. Hey. Zumindest, ob du eine ähnliche Idee hast wie ich. Es gefällt mir jetzt schon. Ja. Also, das Ding hier zu allen Motoren verbinden, sonst wäre ich wahnsinnig. Bitte? Kann man eigentlich so viele Motoren zu einem Sitz verbinden? Ja, kann man. Kann man tatsächlich. Also ich bin... Bitte? Ist es auch legal? Das ist komplett legal, ja. Du hast jetzt einen V8, ja? Du hast jetzt einen V8 Turbo Diesel hast du jetzt hier verbaut. Ich muss sagen, ich bin schon sehr gespannt, was du mit den 3 kleinen Reifen machen wirst. Ich habe schon eine Idee. Ich kann mir gut vorstellen, was deine Idee ist. Was denn? Wieder Reifen auf dem Dach. Oh Gott. Also man sollte natürlich auch noch die Lenkung montieren. Das wird keinen Schaden. Genau, falsch rum. Ich liebe dieses Spiel. Ja, ja, das ist, glaube ich, irgendwie... Ja, guck mal, der Vorteil ist an den großen Rennen, ich stehe so fast richtig rum. Fast, ja. Aber du möchtest mit den 3 Reifen, möchtest du doch bestimmt so wieder einen Überrollkäfig machen, oder? Genau, das ist auch mein Plan, ehrlich gesagt. Genau das gleiche habe ich eigentlich gesagt, wenn ich jetzt die Bauteile hätte.
Ich habe ja drei Stück, das heißt, ich kann quasi einfach ein Trike bauen, das ist ganz gut. Das ist richtig. Musst du gucken, was ich und auch hier deine gerade Anzahl an Schubdüsen bringt, glaube ich, mehr Vorteile als bei Nico. Ja, okay, genau, mehr als ich. Das ist richtig. Der ja. Einfach stups und weg bin ich. Natürlich, er kann natürlich auch alle sieben verwenden, um volle Kraft nach vorne zu haben, um dich irgendwie rauszuschieben. Ich meine, ist ja nicht verboten, um Gottes Willen. Natürlich nicht, aber ob das halt auch irgendwie Sinn macht, das überlassen wir mal Nico. Ja. Worauf ich schon sehr gespannt bin, für was du deinen achten Motor verwendest. Ich glaube, ich habe irgendwie einen Hubschrauber aus was bauen und raus. Okay. Oder wieder eine Tür, die absolut nichts oder... Ich weiß jetzt schon, was ihr macht, einen Augenblick. Aha. Den Motor habe ich nicht verwendet. So, da habe ich den Motor auch schon verwendet. Oh Gott. Wo fährst denn du hin? Komm mal wieder zurück. Ja, ich versuch's ja. Ich glaube, du solltest deine Motoren etwas schwächer einstellen. Ich denke so, yes. Also du hast dich hier auf jeden Fall für die ganz normalen Gasmotoren entschieden. Ja, als Deutscher brauche ich Gas normal. Ja, das ist richtig. Oh Gott, jawohl. Okay, ich seh schon, Leon geht komplett Riot und ich bin mal gespannt, ob es heute mehr als drei Aufeinandertreffen gibt nachher im Battle. Ich meine, ich hab's im Prinzip verstanden, also daher wahrscheinlich schon, ja. Ja, bei der ersten Folge, die die war schon sehr unterhaltsam als Moderator. Ja, als Mitspieler, naja, ist dehnbar. Okay, ich will dich jetzt mal nicht länger aufhalten, damit du hier noch schön weiterbaust. Oh mein Gott! Du weißt, wie klein die Arena ist? Ja. Okay, ich will du dich weißt, nur dass wir erst 5 Minuten was verstrichen haben? Ja, 7,5. Sag doch, oder so. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ja, bau mal du deinen Helikopter weiter. Bis später. Ja, also, es ist... Oh Mann, das ist einfach nur, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich glaube... ich will nicht zu viel sagen, aber ich glaube, Leon wird, wieder zu null verlieren. Glaube ich. Aber es ist nur meine Vermutung. Hallo, Nico! Hallo! Ja, ich hab mir gerade schon den halben Arsch abgelacht, wo ich bei Leon drüben war. Oh Gott, was hat er jetzt schon wieder verbrochen? Das sag ich lieber nicht. Okay. Aber ich frag mich immer noch, wer es prinzipiell einfacher hat in dieser Folge. Also ich habe absolut keinen Plan, wie ich 7 Motoren unterbringen soll. Mit 3 Reifen komme ich klar. Mhm. Ja gut, 3 Reifen ist auch nicht wirklich so das Problem, sag ich jetzt mal. Weil ich habe zumindest, wie gesagt, das Gefühl, ich käme damit klar. Ja, und ich sag mal so, auch Leon hat jetzt nicht wirklich Problem, 7 Reifen unterzubringen, sondern er hat halt auch eher ein Problem, 8 Motoren unterzubringen. Ja. ja, und dass du natürlich dann ein Problem hast mit 7 Motoren und 7 Schubdüsen. Ja, mal gucken. Ich sehe schon. Scheiße! Aber, nee! Die Motoren sind 2 breit. Oh. Hast du gedacht, die sind 3 breit? Nee, aber ich würde 2 nebeneinander. Oh. Bin auch so dumm, ey. Müsste die ganze Konstruktion jetzt erstmal 2 Blöcke breiter machen. Naja, du kannst doch auch einfach die 1x1 Motoren nehmen. Wie heißen die denn? Ich finde unter Motor nur. Gib mal ein 1x1 ein. Ich habe aber gerade einen anderen Motor gesehen. Der ist 3 breit. Der Elektromotor? Nee. 3. Was ist das denn für ein Motor? 5, 6, keine Ahnung. Der ist, der steht hier Verbrennungsmotor 3 breit. Benzinmotor, okay. Verbrennungsmotor.
So, das ist mal eine solide Grundlage. Das sind aber nur 6. Ja, zählen muss man auch. Boah, guck mal, dann passt ja perfekt. Ey, das ist ja wie ab... Also. Mensch. Jetzt muss ich nur noch die Schubdüsen und so unterkriegen. Wie gesagt, ich habe euch ja die Option offen gelassen. Man kann Schubdüsen und Motoren auch in der 1x1x1 Version bauen. Ja, aber die finde ich nicht. So, also, fand ich zumindest gerade nicht. Zack, zack, zack. Das ergibt ja dann auch, Gebt mal oben in die Suche 1x1 ein. Also 1x1. 1x1. Ah ja, die. Ja, Motor. Genau. Warum auch immer ich die unter Motor nicht gefunden habe. Okay. Kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Mikroschubdüse. Mal gucken. Was verbaust denn du jetzt hier? Das sind Steuereinheiten. Drehungseditor. Das sind ganz einfache Steuerungseinheiten. Für was willst du denn so viele Steuereinheiten? Keine Ahnung. Ich muss halt den Platz voll kriegen. Also ich will halt den Platz voll kriegen. Achso, damit du vom Gewicht her ausgeglichen bist. Einfach nur, weil es gut aussieht. Okay. Aber habe ich das richtig verstanden? Du möchtest da wie so ein Deckel drauf machen, dass man das nicht sieht? Ja. Okay. Und das Ganze soll ein bisschen die Form von einem Bötchen kriegen, weil, komm mal nach vorne. Ich habe mega geil. Komm mal nach vorne. Also, hier ist vorne. Hier. Also. Ja. Weil ich habe einen mega geilen Sitz gefunden. Also, Sitz gefunden. Ja. Nein! Nein! Und dann stehe ich hier so rum. Und so lenkst du? Ja. Okay, möchtest du hinten mit deinen 2 Rädern lenken oder mit deinem einen vorderen? Mit den hinteren. Okay. Zumindest aktuell so der Plan. Hier. Okay. Ah, okay. Mhm. Ja. Und sonst habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Der Sitz ist ja der Hammer. Ja, ich hab den gefunden, so Alex. Ich musste gleich an Titanic denken und so, okay, das wird ein Schiff. Muss nur noch hier vorne ein Rad unterkriegen. Ach so, du hast erst den Sitz gefunden und hast dann gesagt, ja ich baue ein Boot. Jo. Genau, ja. So war der Werdegang. Okay. Ich hab schon gesehen, eine Schubdüse von... 2! 7 hast du schon verwendet. Eine rechts, eine links. Okay. Achso, dann sehe ich die links. Ich sehe die links nicht. Ja. Ja, also da bin ich auch noch gespannt, weil Leon hat ja 4. Das ist ja prinzipiell eine recht einfache Zahl, aber 7? Ja. Da habe ich den Zuschauern am Anfang auch schon gesagt, also entweder macht man 4 nach unten und dann 3 zum Angreifen oder so, dass man vielleicht auch noch so leicht fliegen kann, aber... Mal gucken, ich habe nur absolut überhaupt gar keinen Plan. Okay, das ist sehr wenig. Genau. So, oh, ich sehe. Ich habe alles über 2 Leisten, über 3 Leisten verteilt. Das ist belastend. Es steht gerade. Oh mein Gott. What? Kannst du fahren? Ja, ich muss erstmal die Motoren noch verwenden. Ah, okay. Ja. Oh Gott. Okay. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Ich sag mal, der Wendekreis lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber sonst? Ich glaube, du blockierst dich selber mit den Reifen. Also vielleicht noch wie eins immer. Breiter? Ja, nee, passt schon. Okay. Ist in Ordnung, ich kann hier driften damit. Das geht schon so. Boah, geil! Gut. Hat noch ein bisschen mehr Power. Okay. Was sagt Maximum? Moment, ich gucke nochmal Maximum jetzt. Gut. Okay, ich glaube Maximum ist... Das ist viel. Wow! Und... Also ich bin wirklich, wirklich gespannt, was du mit den anderen 4 Motoren vorhast. Hast du da schon eine grobe Idee? Für ein Jahr. Okay. Für ein. Mhm. Na gut. Weil ein Schiff braucht natürlich eine Schiffsschraube hinten. Nein! Oh Gott! Aber das ist das Einzige, was ich noch... Ja, Man kann nicht 2 Motoren an einen Reifen verbinden, oder? Nee. Ah, okay. Jetzt wäre natürlich die
ganz große Fangfrage. Wie groß sind die Teile? Ach, das geht ja. Oh wow, das ist ja gar nichts. Ja, dann perfekt. Hier, zack, bumm, so. Hier auf den letzten Motor. Wunderbar. Okay, Leonard, dann frage ich immer zu ihm rüber. Mach. Viel Erfolg noch. Du hast noch 27 Minuten. Ach du Kacke. Ja, bitte. Müssen alle Achsen angetrieben sein? Was hast denn du da? Ich weiß auch noch nicht so recht, aber ich habe eine Idee. Wo bist denn du? Ich sehe dich gar nicht. Also hier bin ich. Hä? Du bist ein Block oder was? Ja, quasi. Setz mich hin. What? Da kannst du ja Nico voll abfacken. Ja, ne. Ja, guck mal, das Geile ist, ich versuche es ganz so zu bauen, dass wenn ich mich umdrehe, dass ich draußen weiterfahren kann, ohne mich umzudrehen zu müssen. Ach so, du meinst, du baust es so flach? Genau. Okay, dann müsstest du prinzipiell den Motor noch ein bisschen... Genau, es ist ja auch nur ein Motor, ich muss halt 8 Motoren noch verbauen, also nein, muss ich gar noch eins freilassen. Stimmt, du hast ja 8 Motoren! Oh, mir fällt jetzt ein, ich muss auch noch 4 Schub dieses Mal bauen, heilige Bimbam. Ja... Ja, unbeabsichtigt allerdings. Das Problem ist, ich kann aktuell nicht lenken. Wie süß. Du fährst nur gerade aus. Ja. Ja, für die Arena musst du auch ein bisschen rechts und links fahren können. Ach, das passt schon. Ich... Hallo. Aua. Ja, ich muss generell noch ein bisschen tüfteln, aber ich habe jetzt noch eine Idee gerade gehabt. Okay, aber wenn du zum Beispiel jetzt die hinteren Reifen hier, wenn du die nicht anschließen willst, wo willst du sonst die Motoren unterbringen? Also bei dir ist es nur halt... Notfalls baue ich mir 2 Blöcke auf dem Dach, die drehen im Kreis. Na nee, gut, aktuell müsstest du ja 4 Blöcke bauen. Was machst du denn jetzt? Meine Art von Lenkung überdenken. Na, guck mal, so habe ich... Wenn ich dann gleich einen Block Motoren verbaue, habe ich Antrieb, ich habe Lenkung und ich baue einfach noch ein Rad irgendwie aufs Dach oder irgendwo hin, wo es niemand sieht. Und dann kann ich quasi auf Kopf fahren. Auch. Falls richtig. Kommt. Das heißt, er kann richtig. Und ich brauche auch kein Fallback-System, was mit irgendwelchen Knöpfchen triggern muss und dann auch so den E drücke. Wenn das passiert, dann ja. Also so wie bei Nico, dass der dauerhaft E drückt, ja. Der Wendekreis ist noch ein bisschen groß, oder? Ja, der ist ein bisschen sehr groß. Was allerdings auch ein bisschen daran liegt, dass alles noch sehr unoptimiert ist und alles angetrieben ist mit der gleichen Power. Ja, okay, gut. Ich glaube, ich werde allerdings die Räder tatsächlich irgendwie die anderen beiden irgendwo anders hinsetzen, wo es mir nicht auf den Piss geht, weil du siehst, ich habe keine Lenkkraft hier hinten mit den Achsenrädern, weil die irgendwie einen halben Pixel größer sind oder sowas. Das ist scheiße. Du meinst die kleinen? Ja, ja. Aber guck mal, du siehst, ich habe hier keine Lenkkraft. Warte. Nochmal. Ja, und die schränkt mich ein, das ist das Problem, mein eigenes Problemchen irgendwie. Wow! Alter! Hab ich dich entsorgt? Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das dir glückt. Mit den großen Reifen ist es auf jeden Fall deutlich einfacher machbar, wie mit den kleinen. Dass man da auch auf dem Kopf fahren kann. Genau. Ich bin mal gespannt, wie du das umsetzt. Ich auch. Wie gesagt, 22 jetzt... Oh, 19 Minuten noch? Ja. Na gut. Ja. Zeit natürlich nicht vergessen, ich guck nachher mal nochmal her. Alles klar, bis später. Ja, ich mach's mit meinem einen Reifen so. Ja, mach das. Gut, das war's. Tschö. Hallo. Ja? Ja? Ich musste... Oh. Wieso habe ich jetzt hier die ganze Zeit stehen, rechte Maustaste Drehrichtung ändern? Bei mir steht die ganze Zeit rechte... Sorry. Ich verwende 7 Motoren. Ich habe die 2 großen Reifen, ich habe einen kleinen Reifen. Und ich habe 7 Schubdüsen. Weißt du, wie ich das wegkrieg? Keine Ahnung, nochmal ein Tool in die Hand nehmen. Ah ja. Okay.
Also ich habe meine Sachen alle, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Okay. Wenn man so sagen kann. Du hast alles verbaut? Die 7 Motoren sind angeschlossen. Alle haben sind zu weit angeschlossen. Ja. Oh Gott, wie soll ich das kontrollieren? Alles Blaue sind Schubdüsen, oder? Das Blaue sind Schubdüsen, ja. Was ist das Blaue hier hinten? Das ist das. Ach ja, der. Die ach Frau der. Hinten. Okay. Nicht bedacht, ja. Was kann das Fahrzeug so außer nichts? Also es kann fahren. Ja. Das klappt zumindest halbwegs gut. Ja. Es hat 4 Schubdüsen nach vorne. Es hat jo! Nach hinten. Okay. Noch und zusätzlich zu den Motoren. Ja, und es hat eine mit voller Power unten. Nach unten. Mhm. Dann kann ich mit 4 hier die Arme rausholen und mit 5 dann Attacke. Wie ist da drin? Hast du die unterschiedlich schnell gestellt? Ja, da muss ich noch gucken. Okay. Und 7, das ist hier das Schiff und das Schiff muss natürlich per Funk angebunden sein. Ja. Wie viele Motoren hattest du? 8. 7. Ach so, stimmt, du hast 3 Reifen und 4 musst du für irgendwas anderes verwenden. Genau. Einmal die Motorscheibe, Schraube, einmal die Antenne, einmal den Arm rechts, einmal den Arm links. Okay, wie fährt sich das Teil im Allgemeinen? Hast du die Lenkung nochmal bearbeitet? Nee. Oh Gott, du kippst ja fast aber um. Ja, deswegen passt mir eigentlich auch schon fast ganz gut, dass ich diese Arme habe, weil damit kann ich einfach nur umkippen. Ja, das ist nicht schlecht, ja. Erstaunlich, also ich hätte es schlimmer erwartet. Eigentlich, wow, eigentlich recht stabil. Ja. Ich hätte durch diese Arme, die mich hier stützen, durch meine Stützen da jetzt, ja. Geht es wirklich erstaunlich gut. Also hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, als ich gerade hergefahren bin. Ich auch nicht, als ich es gebaut habe jetzt. Das heißt, für dich geht es jetzt ans Anmalen? Ja, ich wollte gerade das Tool hier in die Hand nehmen und anfangen mit Malen. Unten alles schwarz und oben, keine Ahnung, weiß oder so. So wie Schiffe halt sind. Die Antenne ist einfach top. Wichtig. So, und oben weiß. Also ich würde ja prinzipiell sagen, ja. Das Boot ist so groß, das braucht 2 Propeller. Zwei Schrauben, eine rechts, eine links. Ja. Ja, ach nee, dann blockierst du. Dann blockierst du deine Lenkung. Dann kommt sich in die Quere mit der Lenkung. Ja, okay, stimmt, ja. Habe ich gerade eben erst gesehen. Habe ich mir das verbaut? Was denn? Ah, nee. Ah, lol. Ja, gut. durch die Antenne. Ja. Ist es halt ein bisschen kurz geraten. Ich könnte es verlängern. Nochmal mit einem zweiten Lager dran und quasi, dass es sich nochmal ausfährt. Achso, du dachtest, du hast dir schon wieder irgendwas verbaut. Ja, weil ich das vorhin nämlich nicht getestet habe. So, noch einmal da dran. Und dann hat es quasi doppelte Länge. Das wird jetzt natürlich runterfallen, wie so ein Klatsch. Ja, gut, das musst du jetzt halt erst konfigurieren, klar. Ah ja, ich habe die ganze hinten gemacht, genommen. Ah. Guck, blub, so. Und schon ist dran. Genau. Wenn es ausfährt, muss es jetzt nach... Moment. Es geht ja... Das ist ja egal. Es muss nach Rot, hätte ich gesagt. Nach Rot? Nach Rot. Mal gucken. Genau, ich hätte gesagt Blau. Ich hätte gesagt Blau. Nee, rot, definitiv. Weil, ich kann es dir jetzt zeigen, wenn ich dann jetzt hier das Ding so verwende, wobei, aber es verlängert sich in dem Sinne nicht. Ja, deshalb machen wir auf Blau. Ja, das ist jetzt auf Blau. Hä? Jetzt mache ich es auf Rot und übrigens auch 180. Ja, du musst Blau 180 machen. Ja, aber nach Rot macht es doch mehr Sinn, oder?
Nee, da blockierst du dich hinten am Reifen. Guck. Scheiße! Moment, dreh das mal nach blau jetzt einfach mal. Oder jetzt aber nach rot. Einfach nur, damit es einfahren kann. Ja, mach's doch kurz kürzer. Ja, nee. Klatsch. So, und jetzt stellst du wieder auf null. Ah ja. Ja, jetzt machen wir 180 blau. Jetzt mache ich 180 blau. Sieht irgendwie besser aus, oder? Ja, aber es schmeißt halt nicht um. Es drückt einfach noch nach oben. Wie, es schmeißt nicht um? Na, es soll ja seitlich kippen, dass wenn ich umliege. Es soll mich ja flippen und nicht einfach nur hochdrücken. Ach so! Ich dachte, das soll einfach nur 90 Grad nach oben. Wow. Ja, ich zeichne hier noch fertig weiß und bin mal gespannt, ob das was wird. Ich gehe mal nochmal rüber und guck mal, ob er überhaupt soweit ist oder ob er mehr Zeit braucht. Oh, okay. Ja, oder so natürlich. So, Leon, was los? Hallo. Guck mal. Hast du alles verbaut? Alles verbaut, von vorn bis hinten. Okay. Ich zeig's dir gleich mal. Das ist Taktik, dass ich alles gleich anstreiche, weil so sieht nicht, wo meine Blöcke sind und wo meine Knöpfe sind, alles. Aha. So kann ich ihn verwirren, hoffentlich. Aber ich muss jetzt nur einmal kontrolliert umkippen, den ganzen Unfall hier. Damit ich einfach rund anmalen kann. Also ist auch. So. Was genau bringen jetzt die kleinen Reifen? Noch nix. Das ist noch. Aber guck mal. Ich kann fahren und. Wieso dreht sich das Leon? Ja, weil ich doch noch einen Motor anbinden musste. Ah ja, das ist ein Problem. Ich hänge auf meinen Knöpfen fest. Okay. Okay, da muss ich die Knöpfe gleich nach vorne oder hinten hinsetzen, aber im Endeffekt. Der Prinzip ist klar, weißt du? Okay, warum hast du die Reifen jetzt zum Beispiel nicht noch einen Block nach unten gemacht? Weil das einfach lenktechnisch nicht funktioniert. Okay. Die drehen, sie sind am Motor angeschlossen und du kannst dich nicht beschweren. Also du hast jetzt die vier großen, die drei kleinen, die vier Schubdüsen. Und acht Motoren irgendwo verbaut. Ich weiß selbst nicht, wo ich hab sie. 1, 2, 3, 4. Warte mal. Ich habe eigentlich bei jedem Rad immer einen Motor ungefähr gebaut. Achso, hier sind noch zwei. Ja. Acht. Ja, okay, alles klar. Acht Motoren, vier Schubdüsen, groß, klein, alles. Ja, ich gehe schon mal zur Arena, 30 Sekunden. Ja, gut, dann komm ich schon nachgeeiert, glaube ich. Hallo. So. Wunderschön. Und hast du deinen Unfall fertig gebaut? Habe ich, ja. Ich habe dreieinhalb Anläufe gebraucht oder sowas, aber ich habe auch fertig. Jedes Mal, wo ich gekommen bin, sah das anders aus, das Fahrzeug. Okay. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Nico fährt gleich her? Ah, nee, er läuft. Ja, okay, du hast abgespeichert, auch. Hoffentlich. Ja. Es wäre jetzt natürlich einer der größten Fails, wenn du jetzt... Ich habe extra gecheckt. Okay. Ja. Zweimal gespawnt, um zu sehen, ja, das kann ich spawnen, bevor ich... Also, beide Fahrzeuge sind schon überprüft. Die erforderlichen Bauteile sind verbaut. Das müssen wir jetzt nicht nochmal checken. Vorhin war Nico der Erste, jetzt kann Leon als erstes mal sein Fahrzeug vorstellen. Ja, dann kommt mal hier runter. Ich gehe mal hier in die Ecke. Ich glaube, bei deiner Folge hat auch Leon das erste vorgestellt. Aber gerade eben vorhin hast du zuerst die Bauteile gekriegt. Das ist mein unfassbarer Fahrzeug. So. Das ist ja Minimalismus pur. Ja. Okay. Das ist Leons Fahrzeug. Ablenkung. Ah ja. Schubdüsen. Waren nicht hinten oder so. Okay. Das ist vorne. Ja. Oh, Leute, das ist vorne. Ja, das ist vorne. Ah, okay. Ja, wenn mich um. Also, überprüft ist alles. Du bist ein Freund von. Oh. Leon. Ja, Augenblick. Du bist ein Freund von Knicklenkung, habe ich das Gefühl. Ja, das war eigentlich schon. Nur der Einfachheit wegen, weil ich halt viel große Räder habe und anders nicht wirklich funktioniert.
Ich gehe wieder hier in meine Ecke. Also überprüft ist alles. Kommen Sie her. Ich bin schon dabei. Leon, stell dich einfach mal dahin. Ui. Sehr gut. Wo steigst du da eigentlich ein? Ich habe kein Loch gesehen. Ich habe den. So. Das ist der Trick. Ich habe hier die RMS, die RMS-Katastrophe gebaut. Sehr gut. Ach, du also heiliger Bimbam. Ja, Nikos Vorgabe waren 2 große Reifen, 1 kleiner Reifen, 7 Schubdüsen und 7 Motoren. So. Hat er alles umgesetzt. Ich finde halt immer noch, Leon, du musst mal hier die Stellung von seinem Sitz hier angucken. Ich habe sogar mit den Blöcken jetzt genau auf die Höhe angepasst, dass meine Hände quasi drauf liegen. Ja, ich sehe es gerade. Dann kann ich so hin und her. Ja. So. Auch hier ist alles verbaut. Oh, ja, die einfach ignorieren. So, die 2 Kandidaten stehen hier bereit. Leon, kannst du bitte nur ganz kurz aussteigen und deine Dings wegmachen? Deine Hebebühne. Super, danke. Also, die Regeln sind genau gleich wie das letzte Mal bei mir, bei wem das komplette Fahrzeug aus der Arena raus ist und den Boden berührt, verliert ein Leben. Ich versuche auch diesmal kein Einblendungsfehl zu machen, so wie das letzte Mal. Ja, ein Best of 5, das heißt, wer... Nico sagt Hallo. Das heißt, wer als erstes... Ach so, stimmt. Wer als erstes 3 Siege hat, oder besser gesagt, der andere kein Leben mehr hat, hat im Grunde gewonnen, beziehungsweise verloren. Leon, nochmal an dich, du musst den Gegner... Ich hab's kapiert. Okay, ja. Alles klar. Genau, ansonsten natürlich viel Glück und ich würde einfach mal sagen, es geht los in 3, 2, 1. Oh Gott, der Himmel. Ja, Nico geht gleich hier auf aggressiv. Oh. Er fliegt. Oh. Und landet. Da ist er außerhalb gelandet. Das sah am Anfang noch recht gut aus, dass du dich wieder fängst. Ich möchte das hinzufügen, ich bin gerade übrigens andersrum. Muss ich mal kurz ausbauen. Ich stehe auf dem Kopf. Ach so! Das ist eins meiner Features, die ich kann, Nico. Ja, gut, das kann ich nicht. Gut, also die erste Runde ging relativ schnell vorbei. Ich würde einfach mal sagen, die zweite Runde beginnt in 3, 2, 1 und los geht's. Oh. Leon geht auf den. Oh, Nico legt sich erstmal auf den Kopf. Das ist eine Möglichkeit für Leon, hier den Angriff zu starten. Und Nico hatte noch sein Vorderrad drin. Oh oh. Leon startet einen zweiten Angriff. Nico hat noch sein. Oh fuck, oh shit. Ja. Wie gut, dass ich meine Schuhe. Ja, Leon hängt hier auf dem Rand und ist raus. Okay. Ich bin nämlich auch gerade raus. Du hast mich verwirrt, Juli. Ich dachte, du wärst Nico mal ausgestiegen. Nein! Fuck. Ich muss hier Moderator spielen. Aber so, der erste Gegner, Angriff, Gegner ich muss sagen. Und Gegner versenkt. Ich muss sagen, Leons erster Angriff war echt gut. Nico war nur noch mit seinem Vorderrad drin. Also aktuelle Lebensanzahl. Nico 3, Leon leider nur noch 1. Aber die letzte Runde sah schon relativ gut aus. Wenn Leon den richtigen Punkt bei Nico erwischt, dann hat auch Nico mal ein Leben weniger. Ich bin sehr gespannt. Ist das die letzte Runde? Wir werden sehen. Die geht los in 3, 2, 1. Los geht's. Oh, Nico geht voll auf Angriff. Nein. Und muss raus. Outplay. Also in dem Battle Nico gegen Leon hat Nico sein allererstes Leben verloren tatsächlich. Okay, ich bin ready, Bro. So, Leon sieht bereit aus. Nico hat auch schon mit seinem Radar den Gegner gespottet. Runde 4 startet in 3, 2, 1. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Nico geht diesmal nicht voll auf Angriff. Ah, da fahren sie erstmal vorbei. Und Nico ist auf der Seite. Ah, okay, da fährt er seinen eigentlichen Angriff. Fährt er da aus. Oh. Okay. Oh, Nico liegt wieder auf der Seite. Kann aber tatsächlich diese Funktion, die er eigentlich tut. Und Leon ist rausgefahren, freiwillig. Er ist schon wieder. Aber merke ich und Booster sind keine gute Kombination. Nico feiert hier seinen zweiten Sieg gegen Leon.
Oh fuck. Guck mal, Leon, ich wollte. Ja, okay, du musst erstmal wieder zurückkommen. Herzlichen Glückwunsch, Nico! Danke, danke. Wollen wir nicht noch ein Rematch machen? Nicht in dieser Folge. Das sehen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne wissen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei den Scrap Challenges. Guck mal, Juli. Ich bin. Siehst du, wie gut es ist. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin sehr gespannt, was Nico plant. Ja, ich auch. Ach ja, oh Gott, muss ich gegen Juli wieder was bauen. Macht's gut, bis dann, ciao. Tschö. Ciao.